Mit Übernahme des Stiftsweinguts Herzogenburg hat sich Hansjörg Schelling vor 12 Jahren einen Traum erfüllt und die alten Weinkeller mit modernster Technik ausgestattet. Der Jahrgang 2021 hat Schelling und sein Team vor Herausforderungen gestellt. Es war im Frühjahr zu kalt und zu trocken und im August zu regnerisch, aber es hat uns dieser goldene Herbst einfach gerettet. Es war dann von September weg eigentlich durchgängig bis Ende Oktober nur Sonnenschein. Und daher wird es ein wunderbarer, schöner, fruchtiger Weinjahrgang werden. Und als erster Vorbote des neuen Jahrgangs ist nun bereits der Novize 2021 abgefüllt worden. Als Pate für den Jungwein konnte Schelling den TV-Star und Sternekoch Johann Lafer gewinnen. Wir haben schon wunderschöne gemeinsame Dinge verbracht, Veranstaltungen, aber auch tolle kulinarische Erlebnisse. Und als dann die Frage aufkam, ob ich bereit wäre, mal den Paten zu übernehmen für den neuen Jahrgang, dann war das für mich auch eine große Ehre, dass ich das mal machen darf. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation kann die feierliche Segnung des Novizen mit dem Namen Johann jedoch nicht wie geplant mit einem Fest, sondern nur im kleinsten Kreis durchgeführt werden. Im Stift Herzogenburg ist man mit der Entwicklung des vielfach ausgezeichneten Weinguts zufrieden. Es ist ein wichtiger Botschafter geworden. Immer wieder komme auch ich in ganz Österreich in Lokale und frage extra nach der Weinkarte und freue mich dann sehr, wenn auch unser Stiftswein gut vertreten ist. Also ein guter Wein ist für mich normalerweise immer ein Rescher. Ja, also ich mag nicht so die Sierslade, mag ich nicht unbedingt, also einen guten Reschen. Er kann schon eine schöne Blume haben und alles, aber er muss frisch wirken. Und genau diese Attribute erfüllt der Jungwein, mit dem Kellermeister Josef Baumgartner einmal mehr sein Können unter Beweis gestellt hat. Daher zeigt sich auch Johann Lafer überzeugt, dass der Novize Johann viele Weinkenner begeistern wird.